Das ist der Matrose Ben, der Bassi, das ist der Ole, der David, und das ist der Kapitän Schwarzbart, der Papa, und das ist der Holzbein, der Andi. Tina Gebhardt, auf der CD Sängerin und Erzählerin, und ihr Mann Gernot, wie wir gerade schon gehört haben, Kapitän Schwarzbart, leben mit Helena, 3, und Bastian, knapp 2 Jahre alt, in einem Haus mit Tonstudio. Sie haben schon 2 Alben mit Tortuga aufgenommen. Die Kinder-CD ist das dritte. Die Kinder-CD gehört eigentlich nicht zu unserem normalen Repertoire. Ich denke, Das war eher eine spontane Geschichte. Wir wollten einfach mal was anderes hören, was aus dem Kinderzimmer kommt. Und da haben wir gedacht, wir können ja auch selber Musik machen und haben dann den Entschluss gefasst, ein Kinderalbum zu machen. Wir geben niemals auf, Gefahr nimmt man in Kauf, vor uns liegt das Ziel, die Schatzinsel. Es geht um die Abenteuer von Schwarzbart und seiner Crew. Natürlich gibt es einen Papagei, eine Schatzinsel und viel Gold. Die Flotte Lotte war voll beladen und hielt Kurs auf die Pirateninsel Tortuga. Jetzt, da die Mannschaft genügend Gold hatte, war es an der Zeit, mal ausgiebig zu feiern. Ben, du bist großartig, sprach Holzbein. Ja, danke, Sir. Tina und Gernot haben jetzt Familie. Abendliche Live-Auftritte sind nicht mehr so oft möglich. Die Studioarbeit ist ein Ausgleich. Tina hat die Lieder geschrieben, erst die Musik, dann die Texte. Als dann die 10 Lieder fertig waren, habe ich dann noch angebracht, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir drumherum noch ein Hörspiel machen. Ja, genau. Einfach so. Haben wir halt einfach gemacht. Ne? Also sie hat Text geschrieben und dann haben wir geguckt, ob wir es hinkriegen. Wie kriegt man die Leute zusammen? Das war ja auch noch so ein Thema, weil die ganze Band konnte alle Rollen nicht abdecken. Es wurden aber genug Sprecher gefunden, auch für die Rolle der wilden Wanda, die Hauptperson in Tinas Lieblingslied. Das ist die wilde Wanda und ihre Crew, weil es ist ein Lied für unsere Kinder. Da kommen auch die Kinder vor mit ihren Namen. Das habe ich gemacht, damit wir was hinterlassen, wenn wir mal nicht mehr da sind. Wenn sie kommt, dann lachen alle. Tortuga for Kids ist gut geeignet für Kinder ab 6. Natürlich hören Helena und Bastian die CD auch hoch und runter, aber die beiden sind ja quasi richtige Piratenkinder. Das macht uns jede Menge Spaß. Segel hoch und freie Fahrt.